Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen auf dem Wiedergutkanal. Mein Name ist Markus Gersting und wir haben Sonntagsabends. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine Teelänge. Ich habe wieder ich habe einen schwarzen Tee aus der TCI Jubiläumstasse. Mal gucken, ohne mich hier bekleckern zu wollen. Wirklich schickes Ding mit TCI-Logo und halt nochmal dem tollen Cover-Entwurf halt vom Foto vom Haus Nordbeck mit gelandeter Kaulquappe und Raumschiffen davor und ja, schickes Ding. Also so langsam habe ich wieder Geschmack am schwarzen Tee. Ich war da eine ganze Zeit von ab, aber so abends kann man das wohl trinken halt. Vom Kaffee bin ich mittlerweile abhalten, ne? Oder nicht mehr ganz so gerne ohne Milch und Zucker. Ist nicht so ganz meins. Ja, was gab's Schönes? Also heute Morgen habe ich natürlich wieder eine Besprechung des aktuellen Perry-Rhodan-Romans gemacht, Susan Schwarz im Hyperfluss, die Nummer 3245. Ja, der Roman fällt so ein bisschen aus dem Raster raus halt. Naja, es ist jetzt kein klassischer Abenteuerroman. Es ist mehr so eine Künstlerstory, die sich halt da durchschlagen müssen. Aber von der Grundidee fand ich den eigentlich schon legitim oder gut. Das zeigt halt so das Konzept halt von wegen, man ist halt irgendwie ohne Geldmittel gestrandet und muss sich dann da durchwursteln halt. Ne? Das ist dann halt so, ich denke, glaube, dass das war auch wirklich ein Hauch von Realismus halt in diesem Setting, in dieser Konstellation. Ne? Von daher, wenn man natürlich sein Schiff wegschickt, dann muss man da halt gucken, wie man klarkommt. Das ist dann so. Ja, Besprechung gibt es weiter unten halt, wenn ihr mal gucken wollt, halt in den anderen Videos halt, bzw. im Video davor hier. Ich denke mal, es kommt noch als Endcard am Ende. Oder ich glaube, die Endcards waren immer auf der Seite, genau. Ja. Genau, da müssen wir wieder ein bisschen mehr in die Mitte. Ja, Hauptevent dieses Wochenendes war eigentlich der TCE Jubiläumskonvent, die 30 Jahre TCE. Also der TCE hat seinen Geburtstag damit gefeiert. Ja, es war wieder im Haus Nordbeck. Es war, da habe ich ein paar Fotos gemacht. Am Freitag war ich leider nicht da. Ich hatte eine Firmenveranstaltung halt, ne? Und da muss man sich ja auch mal blicken lassen beim Brötchengeber und bei den Kollegen halt. War ein schönes Treffen. Also wir haben, ich will mich da definitiv nicht beschweren. Gut gegessen, gut getrunken und ja. Aber am Samstag war ich da und da habe ich ein paar Fotos gemacht, um das so ein bisschen zu illustrieren. Ich zeige die mal. Also es wird jetzt ein bisschen Dia-Show, aber ich habe, glaube ich, was zu erzählen und man kann was sich begucken. Ja, das hier ist das Haus Nordbeck, wie man halt es sieht, wenn man vom Parkplatz kommt. Also es gibt halt auf der anderen Straßenseite halt gibt's einen relativ großen Parkplatz. Man kann da ganz gut parken halt. Gut, wenn es natürlich jetzt wirklich ein Riesenevent ist, dann sind auch die Seitenstraßen sind voll geparkt. Aber so ist wirklich sehr, sehr schön restaurierte, ja, man könnte sagen, so ein Herrensitz oder ja, mehr so eine Wasserburg halt. Ne? Das ist so ein eigentlich ein landwirtschaftliches Gut, das im Prinzip dann wirklich vom tiefen, tiefen Wassergraben umgeben ist. Und ja, wirklich schön. Also es ist auch das Landesmuseum für Literatur da drin. Es sind Kulturveranstaltungen da drin. Also wirklich das Kulturgut heißt es. Und ja, wirklich ein toller Ort, super toll restauriert, super nettes Team. Ja, da kann man sich definitiv nicht beschweren. Ich gehe mal ins nächste Bild. Genau. Und das ist so das, was einem dann begegnet, wenn man dann reinkommt. Also ich habe jetzt hier, ich glaube, Norbert Mertens und Robert Corvus in der Mitte. Wir wurden dann halt noch netterweise fotografiert. Und das ist so der Blick halt auf das Gartenhäuschen. Das ist so. Ja, also jeder Schloss, jedes Guthaus hat natürlich auch eine Orangerie oder ein Gartenhaus. Ne? Und von daher, man guckt halt in den Garten, in den Park so ein bisschen. Und da kann man dann halt, da waren auch kleinere Ausstellungen drin halt. Und das ist schon ganz schick. Und ja, gut, man trifft halt die Perry-Rhodan-Prominenz. Ne? Das ist schon, Robert Corvus wird auch eingeladen. Und ja, war schon mal eine recht angenehme Überraschung beim ersten Treffen. Ja, das ist der Saal, wo dann halt viele Veranstaltungen stattfinden. Da ist halt, glaube ich, nicht jedes Wochenende was, aber doch, ich glaube, also mindestens jedes zweite Wochenende ist da irgendwas. Und Kulturveranstaltungen, Theater, Präsentationen, Reden, Kinovorführungen, glaube ich, sogar ab und zu, Musik, also alles, was man sich so an Kultur vorstellen kann.
Und halt ab und zu auch mal ein Con halt. Ne? Wie man sieht halt, man kann das auch für Veranstaltungen mieten. Und ich glaube, die Browser Boys aus Berlin waren mal da halt, die haben dann irgendwie ihren Winter Retreat da gemacht, halt, um ihr Programm zu üben halt. Ne? Die waren dann, glaube ich, mehrere Wochen, 1, 2 Wochen da und haben dann wirklich halt dann auch Programm gespielt, geübt, geprobt und ja, also wenn man halt aus Ostwestfalen ist, da kann man schon mal hinfahren. Also man kommt gut hin, ist quasi direkt an der Autobahn oder beziehungsweise Autobahnausfahrt. Jetzt wo Klarholz ist es halt, also man kommt halt direkt mit Autobahnanschluss. Also man fährt einmal kurz ums Karree halt, ne, und ist dann da. Ja. Mir geht schon los, 30 Jahre TCE, ne, das war dann von Jo Kutzner, der hat dann halt uns so ein bisschen durch die Vereinsgeschichte geführt, mit wirklich einer schönen Präsentation halt, ne, mit ja, Jo Kutzner ist, glaube ich, von Anfang an mit dabei oder sehr, sehr lange mit dabei. Ja, war ganz interessant, also gehen wir mal ein bisschen weiter. Genau, nochmal im Großformat hier die Präsentation, man sieht halt hier, Mikro wird eingerichtet, der Norbert war dann halt zuständig für die Soundtechnik, für die Bühne. Das wurde schon fleißig fotografiert, wie man sieht. Ja, also hier, ich glaube, die erste Paradise-Ausgabe, das ist so das interne Vereinsmagazin. Davor gab es noch ein, zwei andere Magazine halt, die aber nur in irgendwie ganz kleinen, also wirklich nur eine Ausgabe dann und dann wurde es gewechselt. Das ist so die erste Paradise-Ausgabe. Ich habe ein Foto gemacht von der aktuellen, das ist die 120. Also von daher gab es da einige Ausgaben am Anfang, stellenweise gab es auch ein paar Ausgaben mehr. Genau, das ist schon kurz auch nochmal in Aktion, wie er halt dann durch das Programm, durch die Vereinsgeschichte führt. Es war einiges natürlich zu sehen, man sieht halt hier, paar Mitglieder haben dann irgendwie auch halt im Regionalsender was gemacht, halt, ne, E.ON TV, ja, so ein bisschen Weltraum, ja. Science Fiction gezeigt, mehr Science Fiction. Ja, ich glaube, das ist sogar Joe mit dabei, ne? Oder? Einer Mitarbeiter. Es kam aus dem Publikum, der halt mit dabei war. Und man konnte halt dann zumindest mit den Leuten reden. Ja. Man muss fairerweise sagen, das Programm wurde irgendwann abgesetzt. Ja, nach den Zwischenrufen, also es hatte so Hauch von Verschwörungstheorien nachher. Von daher, das muss natürlich dann kritisch jetzt dabei sagen, aber es ist, Joe hat dann gleich gesagt, ja, wir müssen weiter mit dem Programm machen und hat er dann, glaube ich, ganz gut ausmoderiert halt. Und das war dann, das ist eine wilde Truppe halt. Man merkt es schon halt, das ist so wirklich eine sehr Bandbreite an Science-Fiction-Fans und vereinigt über das gemeinsame Hobby halt. Ne? Das ist dann ein recht guter Querschnitt. Ja, hier gibt es ja noch ein Peter Terret Gedenkbad. Das war, glaube ich, eine der ersten größeren Aktionen halt, die der Verein gemacht hat, wenn ich mich nicht recht vertue. Leider verstorben halt, ne? Aber ja, so im Gedenken halt, dass da, das ist wirklich, also der TCE ist wirklich sehr, sehr rührig halt. Er hat, glaube ich, mittlerweile 280 Publikationen rausgebracht. Und das muss man erstmal nachmachen. Das ist eine ganze Menge Holz und wirklich viele Gedenkbände, viel Material drumherum halt. Ne? Das ist wirklich super toll gemacht. So, hier gibt es noch so ein paar Fotos von, ich glaube, einem Fichtelkon, genau, also draußen an der frischen Luft. Man sieht, die Leute sind gut drauf und ja, nette Truppe halt. Ne? Und was mir auch aufgefallen ist, waren sehr viele Frauen mit dabei, vor allem am Anfang, auch sehr aktiv. Und ja, also es ist keine reine Männer, es ist wirklich sehr durchwachsen, also sehr, sehr durchmischt. Ich glaube, das hat dem Verein dann auch ganz gut getan. Genau, hier gab es nochmal ja, noch mal eine Vorstellung, so ein kleiner Kurzcon in der Garage. Da ist halt ein Wasser, so ein Regen, Unwetter gab halt und von daher dann die Zelte natürlich dann irgendwie nicht nur zweimal, muss bald schnell in die Garage umziehen. Dann haben sie sich einmal halt eine Limo gegönnt oder wahrscheinlich ein Foto mit der Limo gemacht halt und ja. Genau. Hier Prominenz da, Hubert Hensel als Ehrenmitglied halt, ne, das Frau Scheer mit Tochter, also die Frau von Karl-Herbert Scheer und Christel, ich muss mal näher ranzoomen, ich kann es jetzt leider nicht erkennen. Das Bild ist natürlich jetzt
weit weg halt. Vor da im die Hinterköpfe, man sieht den Hinterkopf von Sven Papenburg und Norbert Fix. Sieht man halt genau so ein bisschen halt. Rüsselmops halt, ne? Es gibt noch ein paar andere Publikationen halt, Crossroads. Also einfach dann Fanromane halt, ne? Wenn dann ist natürlich halt eine Serie wie Peri Rodan, die hat einiges zu bieten und die auch Inspiration halt für Romane abseits der Hauptserie halt, ne? Und einfach Fanpublikationen. Da gibt es eine ganze Menge von beim CCE und glaub, für jeden Geschmack wahrscheinlich was mit dabei. Ja, hier genau der Gutkon. Genau, Langer Abend der Raumfahrt in Münster gab es und das war 2019 und halt das große Event in Ostwestfalen. Also, das haben sie wirklich toll gemacht. Also der TCE kriegt schon Sachen auf die Beine halt. Und man sieht halt hier, es gab halt, sie haben halt wirklich mit dem Professor, ich gehörten, ich habe das Buch da stehen, ich suche es jetzt nicht raus. Es gab die Aliens Welcome Veranstaltungsreihe halt und das war wirklich super toll gemacht. Das war so eine komplette, ja, Semester, sagen wir mal, halt so wirklich einfach halt mit Veranstaltungen, mit Lesungen, mit dem Gutkon. Es gab die Spielkinder, waren da, das war wirklich halt mit Charlie Hübner und der Truppe seiner Frau halt, ne, wirklich eine Schauspieltruppe. Also, ich glaube, nee, waren sogar alles Geschwister, genau. Also die Geschwister seiner Frau und er haben dann wirklich halt mit seiner Frau halt auf der Bühne wirklich performt, halt zwei Stücke von Wim Bandemann. Das war wirklich echt ein Erlebnis. Also, wow, super tolle Sache. Also der Gutkon war auch ein Highlight, das war wirklich einer der großen Konzerte, war wirklich schön. War halt viel, es war viel Peri Rodan Prominenz da, das war schon wirklich schick. Ich hoffe, denen hat es gefallen. Also Robert Corbus ist zumindest wiedergekommen, der ist natürlich auch in der Nähe halt. Ja, Wim Bandemann kommt noch später, aber wir gehen mal weiter. Also wirklich ein schönes Event, vor allem halt so ein Event halt in Ostwestfalen, ja, müssen wir vielleicht noch mal überlegen, halt, ob man noch irgendwie noch was machen kann. Aber das ist halt, also das hat jetzt der TCE auf die Beine gestellt und das ist schon eine beeindruckende Leistung. Genau, noch mal Bild näher dran, genau. Also wirklich halt tolles Cover. Also ja, im Haus Nordbeck. Also man sieht halt auch vor allem mal so wie groß so eine Kaulquappe eigentlich ist. Ne? Das ist so das Schiff da im Innenhof geparkt. Ne? Das überragt alles. Also das ist schon eine Ansage. Ja, hier ist nochmal ein Bild vom Guthaus Nordbeck. Ich habe da nochmal einmal so eine kleine Ansicht. Das ist jetzt quasi halt vom Innenhof halt gucken. Also das ist der Eingang, wo man dann quasi halt durch den Burggraben durch, über die Brücke, durch diesen Zwischengang halt dann in den Innenhof kommt. Ne? Und hier dann noch der Blick halt, wie gesagt, es gibt noch eine Ausstellung halt. Das sind so Tafeln mit Themen, mit Kulturthemen, mit, weiß gar nicht, was das jetzt genau war. Ich glaube, das war irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, es gibt immer wechselnde Ausstellungen, weil da hinten ist das Gartenhäuschen halt im Prinzip, wo kleinere Ausstellungen sind. Dann genau, ich scroll mal ein bisschen rüber. Genau, hier ist jetzt der Schwenk so ein bisschen halt, man sieht jetzt, dass das Herrenhaus, da ist dann das Landesmuseum drin, das ist wirklich sehr schön für Literatur. Man lohnt auf jeden Fall Besuch, vor allem wenn es regnet halt. Man kann mal durchlaufen halt, wenn man sich wirklich viele Bücher angucken. Die Literaturgeschichte angucken, sind wirklich sehr alte Bücher auch da und bis in die Neuzeit. Da ist einiges zu sehen. Genau, das ist so hier. Da gab es dann auch da gab es in einem Saal, gab es dann halt auch beim Gutkon so ein Nebenpanel halt. Und das war dann, da war ich dann die Zeit, dann habe das mit so ein bisschen betreut halt. Und ja, war auch sehr interessant halt. Es gab viele interessante Vorträge, hat sich wirklich gelohnt. Genau, das sind so, ich glaube, das ist das Stallgebäude. Da sind Zimmer drin, also man kann da auch übernachten, da können auch größere Gruppen übernachten halt. Und da war die ganze, also die ganzen Besucher, die Vereinsmitglieder haben da übernachtet. Ich glaube, Robert Kombus hat da übernachtet halt. Ne? Dann natürlich für 3 Tage pendelt man nicht um, man kann direkt da übernachten, ist glaube ich so mehr. Es gab ein, zwei Einzelzimmer, glaube ich halt, oder kleinere Zimmer und dann noch halt Mehrbettzimmer halt, ne, für. Da muss man sich halt mal über ein Wochenende zusammenraufen. Ja. Also, genau, so, das ist nochmal ein Schwenk halt hier. Ich glaube, in dem rechten Teil hier des Gebäudes sind halt die Zimmer drin und dann im linken ist dann halt quasi auch nochmal eine Cafeteria drin. Das ist ein beliebtes Ausflugsziel. So sonntags hat man, also wenn dagegen kann man gut Fahrrad fahren hier, also es ist relativ flach. Stromberg wird bergig, dann
Da muss man sein, da macht ein E-Bike dann fast schon Sinn. Aber man kann da radeln halt, man für einen Sonntags Kaffee lecker, Kaffeekuchen halt, ne, das ist so, ich glaube, das Ziel am Sonntag halt, ne, da ist dann wirklich viele Besucher halt, man guckt sich rum, man guckt sich das Haus Nordbeck an, man trinkt einen Schluck Kaffee oder isst ein Stück Kuchen mit dem Kaffee dabei oder Tee. Und ja, der Zwischengang hier, das ist so die Empfangshalle halt für Veranstaltungen halt, ne, da hinten gibt es auch eine Garderobe und den Tresen halt, den man sieht halt, da kauft man dann die Tickets. Genau, und hier ist dann das eigentliche Veranstaltungsgebäude. Das ist, glaube ich, eine Scheune. Ich weiß nicht, was das genau ist. Ich glaube, es gab Pferdeställe und es gab halt dann das Wirtschaftsgebäude halt. Und da ist es eine große Halle drin. Wirklich sehr luftig, sehr geräumig halt, mit alten Fachwerkbalken und ja, also ein großer Saal mit Bühne. Ja, man sieht es halt hier und da sind wir dann wieder drin. Ja, man sieht hier Sven Papenbrock, alten Vortrag. Ich scroll mal ein bisschen vor. Es ist leider unscharf, das Foto. Genau, Norbert Fix nochmal. Irgendwie war ich da zu hektisch mit meinem Foto, aber mit meinem Handy. Ich habe die Dinger, also man, die mal zwischendurch rausgeholt. Genau, das Foto ist ein bisschen schärfer. Man sieht halt hier so ein bisschen, wie es quasi von der Exposé für ein Titelbild halt zum Titelbild dann geht. Genau, man sieht halt hier, das ist der Lauser halt. Moment. Was heißt, genau. Turm der stillen Lotsen war es, genau. Das ist das, ich halte es mal in die Kamera, genau. Das Titelbild hier. Ja, wurde so ein bisschen gezeigt, wie das Bild halt entstanden ist. Und ja, ist so mal ein Einblick halt ja, in die Erstellung eines Titelbildes. Also war ein interessanter Vortrag, definitiv. Ja, man sieht noch ein bisschen näher dran halt, ne, das. Ja, das war Sven Papenbrocks Vortrag. Also man sieht, es ist Prominenz da. Und ja, war mal ganz interessant halt. Und dann ein Titelbild zeigen das haben. Ja, das ist reingerutscht. Das ist Norbert Fix meinte halt, von mir kommt ihr nächstes neues Buch. Ja, ich halte es immer schon mal drin. Norbert Fix, Fantastische Welten. Das hatte ich dann auch mal fotografiert. Das hatte ich eigentlich für mich fotografiert, sobald es halt raus ist, denke ich mal, werde ich einen Blick reinwerfen. Und ja. Ich glaube, es war sogar ein Sekundärliteraturwerk halt, so einfach ein Überblick halt über die Science-Fiction-Welten. Genau. Kommt 9 Euro. Ich denke, da kann man definitiv nicht meckern und ich werde berichten. Ja, dann Robert Corvus himself. Als großer Dune-Fan hat er dann auch ein Dune-Panel gemacht. Das war nicht so ganz fürchterlich periodenlastig. Also man merkt halt, der TCE hat breites Spektrum auch an Interessen. Das ist nicht nur Peri Rodan. Und ja, war interessant. Also Robert Corvus hat dann quasi halt über Dune berichtet halt, ne, wie die Serie so geht. Also mehr ja, als Sand und Gewürz. Er hat dann das Rollenspiel zu Dune übersetzt halt. Ne. Das war jetzt wieder Robert Corvus immer sehr stimmungsvoller, schmissiger Vortrag. Ich gehe da mal durch. Ich habe da ein paar Fotos mehr gemacht. Genau, man sieht halt die Dune-Inkarnation, man sieht halt die Bücher. Filme gibt es mittlerweile zwei. Ich hoffe dann, der zweite Teil des neuen Denis Villeneuve-Films kommt dann irgendwann mal. Es gibt Rollenspiel halt, ne, und glaub, Musik gab es, glaube ich, aber das war. Ja, also zumindest ganz rechts sieht man halt, dass das Rollenspiel. Genau, man sieht halt so, Robert Corvus hat die Welt vorgestellt, die Historie, wie das denn da. Es ist, Dune ist schon sehr, sehr Far Future halt. So im Prinzip 20.000 Jahre in der Zukunft und es hat sich natürlich einiges entwickelt. Es gibt halt so Dinge, wie es sich entwickelt hat. Und das ist für sich auch schon eine interessante Geschichte. Also es gab halt die Weltraumfahrt, Maschinenherrschaft, Butlers Dschihad ist halt so im ersten Buch halt ein Schlagwort, der einfach dann auch einen ganzen Kosmos aufmacht, eine ganze Art von Weltenbau einfach dann mit einem Wort wirklich erschlägt halt und sagt halt, die Welt ist so. Weil es halt den Butler's Dschihad gab. Entstehung der großen Schulen, Imperial Order, Muad'Dib. Genau, ich gehe mal durch. Natürlich wieder der Meister in Aktion. Genau, dann halt die Bene Gesserit halt. Das ist leider ein bisschen dunkel geworden. Eine Frauenordnung, Körperbeherrschung, Geistesbeherrschung, Erinnerung über Generationen weg, der Zuchtplan. Das ist halt so, ist schon wirklich toller Kosmos, was Frank Herbert sich da ausgedacht hat. Wie gesagt, die großen Schulen halt, ne, das ist die Bene Gesserit, ist eine von den großen Schulen.
Und ja, also da gab es einiges zu erzählen. Das war wirklich super spannend. Genau, der Meister nochmal in Aktion. Genau, mehr Fotos habe ich jetzt leider nicht gemacht von dem Vortrag. Ich habe da lieber gebannt gelauscht. Und das ist jetzt der Vortrag von ja, mein Norbert Mertens, genau. Sorry, ich habe das Programm hier liegen. Von daher sollte man auch mal drauf gucken, wenn man hier was vorträgt. Ja, es gab so einen Vortrag halt über Kuriositäten und Inspiration des Johnny Brooks halt. Und man sieht halt hier viele Romane halt, die es gab. Es gab so ein bisschen, im Vorfeld gab es viel über die Planetenromane. Das ist so das Steckenpferd von Norbert Mertens. Hat auch schon ein paar Vorträge zugehalten. Und man sieht halt so, wie sich die Cover über verschiedene Auflagen entwickeln halt. Ne? Das war jetzt die 8. Auflage, genau. Und das ist schon mal eine Ansage. Gut. Ja, genau. Jetzt kommen wir hier im Prinzip zu den Inspirationen von Johnny Brook. Johnny Brook hat natürlich irgendwelche Vorlagen gehabt. Die hat er dann als Collage zusammengepackt. Er hat Elemente verbunden und dann wirklich auch sehr ikonische Bilder einfach dann gemalt. Also Johnny Brook hat ein wirklich extremes Pensum. Und da kann er natürlich dann muss halt gucken, dass er relativ schnell halt eine Vorlage hinkriegt, die er dann auch wirklich malt hat. Und das war natürlich dann nochmal abgemalt, ne? Aber nochmal übertragen und einfach so wirklich als, wie sieht so ein Helm aus, ne? Und das legendäre Bild halt, wurde vorher gezeigt halt, nämlich dieses, es gab so ein, er hat wirklich in Massen halt irgendwelche amerikanischen Magazine gekauft halt, die wirklich tolle Titelbilder hatten, und die hat dann einfach als Inspirationsvorlage genommen. Genau. Ja, da gab es nochmal so ein paar Dinge zu mitnehmen halt, das war so, die Kontüten standen da vorne halt, und wer noch was anderes wollte halt, konnte sich noch was davon wegnehmen. Ne? Also Gummibärchen und so weiter und so fort. Genau. Also genau, hier ist eine weitere Inspiration halt im Prinzip dann das Men's Magazin halt, ne? Wirklich dann mit viel Military-Inhalt. Und ja, die Jungs haben dann alle Raumfahrerausrüstung bekommen, und ja, von daher sind dann wirklich die ikonischen Johnny Book Cover entstanden, die ja natürlich auch im Solaren Imperium schon wirklich sehr military-lastig waren, sind. Das ist einfach die Ära halt, in der es gespielt hat. Und ja, von daher haben natürlich so Military-Cover dann auch gepasst und die dann nochmal ja, Science-Fictionisiert, beziehungsweise mit Science-Fiction-Elementen versehen halt, ne? Und dann hatte man die Truppe, die dann halt im Raumanzug durch die Welt stiefelt. Ja, genau, das ist schon ein Sprung zum Höhepunkt eigentlich des Abends halt. Ne? Das war, ja, es gibt halt den großen Fanfilm Adlan, der Einsame der Zeit halt von, ich weiß nicht, ob es dabei steht. Okay, mein Namensgedächtnis. Tunak, genau, Tunak. Ja, ich glaube, es wird gleich nochmal erwähnt halt. Im Prinzip, man sieht halt hier auch so ein Modell halt. Ne? Es waren halt da. Sven Knüppel halt, Kurt Kobler und wer hat noch moderiert? Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, Norbert Mertens hat, glaube ich, moderiert. Aber wir können halt weiter gucken. Wie gesagt, man sieht halt wirklich diese toll gemachten Modelle halt. Ne? Da haben sie sich wirklich extrem viel Mühe mitgegeben. Ne? Und ja, das ist halt so eine Story halt. Ne? Die ist eine Story für sich alleine schon. Ja, so ein Film, der dann irgendwie 50 Jahre in der Produktion gebraucht hat. Das ist dann. Ja, schöne Story für sich. Also man sieht genau, er sieht Norbert Mertens, Kurt Kobler halt und Sven Knüppel, der ist halt auch Dozent am, um jetzt falsch zu sagen, am Deutschen Pop. Das ist so Schulen für Mediengestaltung halt, Film, was haben sie alle, genau, ich die Fachbereiche, Musik, Sound, Video, Grafik, Game Design, Sprecher, Marketing, Medienmanagement, also wirklich alles, was so mit der Filmbranche zu tun hat. Ja. Das war ein toller Vortrag. Er hat auch so eine Puppe mitgebracht, halt für ein Projekt, was er laufen hat. Macht dann viel Zeichentrick und von daher. Ja, das war jetzt so wirklich die Geschichte, halt, wie der Fanfilm entstanden ist selber. Ist eine Geschichte für sich selbst. Also, das ist schon ganz cool. Genau, hier sieht man es Adlan, der Einsame der Zeit nochmal. Das wie so eine Diashow, es wurde viel erzählt halt. So ein bisschen, wie sie zusammengekommen sind, halt, ne, Kurt Kobler hat erzählt, wie er zu diesem Projekt gefunden hat, und dann hat er nachher dann im Endeffekt gesagt, okay, es ist schade, wenn das jetzt einfach versandet untergeht halt, ne, der
eigentlich Regisseur, ist leider krank, hat einen Schlaganfall bekommen und kann nicht mehr so viel machen halt. Ne? Das, ja, genau, man hat, glaube ich, noch ein paar Bilder mehr halt. Man sieht halt die drei in Action, Adlan, der Einsame der Zeit mit vielen Filmplakaten und ja, der Gesprächsrunde, genau, das ist hier Schmalfilm. Ich hoffe, ich habe noch mal, man sieht halt hier noch den Regisseur, Schauspieler und Hauptdarsteller als Adler. Ja, also wirklich, wirklich nochmal zeigen halt, wie die Kulissen gebaut wurden, halt, was es da alles gab und Filmausschnitte halt und also mal wirklich halt wirklich toll gemacht, also wirklich halt, da ist sehr viel Herzblut reingegangen in dieses Projekt. Und Modelle haben sie gebaut, also man sieht halt, das ist wirklich, muss sich definitiv nicht verstecken, ne? Das ist so, hat dann der einsamen Zeit, okay, das nochmal. So, das war schon zu weit, also im Prinzip. Ja, man muss sagen halt, was ein bisschen schade ist halt dieser. Ja, das Ding hat leider irgendwie ewig in der Postproduktion festgehangen. Das ist so, also wir haben den Film da gesehen, beziehungsweise halt in die Pop-Version. Das ist halt ein Arbeitsprojekt halt auch für die Studenten gewesen, die dann wirklich dann ein halbes Jahr da wirklich oder weiß ich, vielleicht sogar ein Jahr lang alles stehen und liegen lassen haben, um dann halt dieses Projekt einfach nochmal zu restaurieren halt. Die Vorlagen, das war halt irgendwie irgendeine Kopie auf dem USB-Stick halt in der Größe, wo die sagen halt, Gott, da kannst du überhaupt nicht mitarbeiten und das musst du nochmal mit künstlicher Intelligenz hochrendern halt. Die haben dann wochenlang da die Rechner glühen lassen halt, um das wirklich in bearbeitbares Format zu bringen halt. Haben dann noch geguckt halt, wie ist der Schnitt und haben halt versucht, den Film quasi zu restaurieren halt, möglichst so im Sinne des Schöpfers. Ja, es wurde halt dann auch Sachen gekürzt halt. Also es ist, kürzt ist immer ein sehr schmerzhafter Vorgang, so als Romanautor. Ja, das tut dann wirklich weh, wenn man Sachen sagt, die mit viel Mühe und Arbeit entstanden sind halt und sagt, okay, es passt aber trotzdem nicht rein. Es schadet mehr der Dramaturgie, als es sie unterstützt halt. Und dann gab es eine 90er, auf 90 Minuten gekürzte Version halt. Ich glaube, die Ursprungsversion war 2,5 Stunden, die dann auch etwas epischer war halt, auch mit langen Einstellungen halt, was natürlich so ein bisschen vielleicht für heutige Sichtverhältnisse dann auch etwas zu lang war halt, ne? Und ja, und oder wirklich so theatralisch halt langgezogen, ne? Das hat natürlich auch vielleicht Fans, aber die Pop haben es jetzt wirklich kurz und knackig auf 90 Minuten geschnitten und ich glaube, das hat dem Film auch gut getan, also zumindest er war wirklich sehr toll zu schauen, also wir haben den komplett gesehen. Man merkt natürlich halt, es ist vom Film her Ende 70er, aber man merkt halt schon, also es sind halt, ja, man merkt, das sind Laienschauspieler, aber es ist gut, es ist wirklich gut gemacht. Also der Film ist toll gemacht, die Kostüme waren toll, die Kulissen waren toll. Ja, man merkt natürlich, es ist halt recht ein bisschen Tricktechnik der 70er Jahre, aber es war wirklich sehr charmant. Musste sich absolut vor keinem Werk aus der Epoche verstecken halten. Und das war wirklich, also wer halt an der Zeit kennt. Es gab nur so ein bisschen eine Vorgeschichte halt, die im Buch jetzt nicht drin ist, im Roman drin ist. Einfach halt, um natürlich den Zuschauern dann auch, die Perioda nicht kennen, die Situation so ein bisschen klar zu machen, halt, in der man sich befindet. Und ja, und die Atlan-Geschichte im Prinzip, Bandheft Nummer 50, ist zeitlos. Das ist wirklich ein zeitloser Roman, den kann man auch heute noch lesen. Gut, er ist natürlich vom Sprachduktus her, aber es ist wirklich zeitloser Stoff. Also im Prinzip, man hat jemanden, der denkt sich, oh Gott, hier geht alles schief und ich ziehe mich halt zurück in meinen Bunker, in meine Tiefseekuppel und komme dann 70 Jahre später und kehrt dann die Scherben auf und er stellt erschrocken fest, ui, hier ist ja gar nichts passiert. Oder beziehungsweise, die haben doch noch irgendwie die Kurve gekriegt halt, ne? Und alles ist anders. Und ja, also ich finde es wirklich ein super toller Stoff. Und der Adlan sieht sich dann auch am Ziel seiner Wünsche halt. Er hat jetzt die Gelegenheit, nach Hause zu kommen, nachdem er dann über 10.000 Jahre lang halt da die Menschheit so weit vorbereitet und gelenkt hat, dass er oder als Mentor fungiert hat, um sie einfach voranzubringen halt, ne? Und um immer die Möglichkeit zu haben, dass sie Raumschiffe selber bauen und mal nach Hause fliegen kann. Ja, also ein super toller Stoff. Der Film war spannend. Also, wie gesagt, das war, das ist ein Film, das kann man sich wirklich gut angucken. Es hat natürlich so ein bisschen
Charme der 70er, ja, natürlich. Aber es ist wirklich nicht schlimm, das ist wirklich schön. Also, man hat Prügeleien halt, ne? Man hat so ab und zu ein paar flotte Sprüche, aber man düst halt da rum. Aber wirklich super toll gemacht. Also, man hat noch eine Szene halt mit dem. Man sieht halt, es ist das Büro. Ich glaube, er hat sogar wirklich in New York gefilmt, er hat in London gefilmt. Einfach für wirklich halt die. Um dann wirklich das Original zu sehen. Es wurden zwischendurch noch so ein paar öffentlich verfügbare Bilder reingeschnitten, halt irgendwie von der Parade auf dem Roten Platz halt. Ne? Da war wahrscheinlich nicht da. Irgendwie NASA-Footage, also wirklich Common Public Domain halt, Footage der NASA war mit drin, halt einfach für Raketenstarts und Bilder von Jets und ja, das war wirklich, also wirklich ein Feuerwerk, also wirklich ein toller Film. Was sehr, sehr schade ist an der Stelle, ist halt, der Regisseur, ja, der ursprüngliche Macher halt, Kurt Kobler hat da nochmal wirklich einen Artikel geschrieben in einem Online-Magazin. Ich muss mal gucken, ob ich es gleich finde, ob ich es verlinke. Halt, da fühlt man einfach seinen Frust, weil das haben wirklich Leute über Jahrzehnte da wirklich gearbeitet, geackert, gemacht, getan. Und der Regisseur kann einfach nicht loslassen und es ist halt ein ewiges Bastelprojekt geworden halt. Ne? Im Prinzip, man hätte diesen Roman, diesen Film, der wirklich super war, der allen gefallen hat, in ein, zwei Jahren dann vielleicht endlich fertig machen sollen und dann die Welt entlassen, ne? Halt, dass wirklich halt die Leute ihren verdienten Lohn bekommen, indem man einfach so ein tolles Werk einfach also ziehen kann. Also wie gesagt, die Pop-Akademie, die haben da wirklich auch nochmal ein Jahr oder ein halbes Jahr reingesteckt an Arbeit halt. Es waren professionelle Synchronsprecher mit dabei, die dann wirklich das nochmal neu synchronisiert haben, weil einfach die Stimmen weg waren, Tonspuren waren zum großen Teil weg. Dem Schlaganfall ist leider halt die Wohnung und das Archiv des Regisseurs zum großen Teil aufgelöst worden. Es gab irgendwo nochmal irgendwo Arbeitskopien halt, auf denen man dann wirklich dann die Restaurierung gestartet hat und einige Dinge mussten dann neu gedreht werden halt. Ja, und ja, sie haben dann wirklich auch den Charme halt. Man merkt halt, es ist so diesen 70er-Charme halt. Man hat dann einen riesen Roboter reingestellt halt, wo dann früher ein Wachposten gestanden hat. Also ich fand, das war eigentlich schon cool halt. Man hat so, ja, aber wie gesagt, das muss sich vor Dingen wie UFO und so nicht verstecken. Definitiv nicht. Also das war wirklich super toll gemacht. Und im Gegensatz zu SOS im Weltraum kann man sich diesen Film mit Vergnügen am Stück angucken. Und ja, was aber so ein bisschen schade ist, halt, na gut, ist natürlich jetzt einfach natürlich neu synchronisiert halt und ja, also ich glaube, der ursprüngliche Macher, Herr Thunert, wollte einfach sagen, okay, komm, es ist ein Entwurf halt, ne, und es wird nicht besser. Es wird nicht besser halt. Das weiße Material ist weg, die haben jetzt wirklich ein halbes Jahr dann wirklich das Ding restauriert halt und gut, man könnte natürlich, wenn man sich zusammen braucht, vielleicht nochmal Director's Cut machen, aber. Das wurde halt auch angeboten, aber in dieser Pop-Version halt, das war einfach jetzt eine Arbeit für Studenten halt, die kann man halt im sehr abgespeckten Rahmen zeigen halt. Ne? Das ist so eine Veranstaltung des Pops halt, einfach um zu zeigen halt, wie diese Aufarbeitung gemacht wurde. Es wurde halt nachher nochmal, es gab ein großes Making-of, es wurde viel drumherum erzählt, wie es entstanden ist, was die Akademie alles machen musste, was die Studenten alles gemacht haben. Es wurde gezeigt halt im Prinzip nochmal ein paar Ausschnitte halt. Wie nochmal Roboter neu gemacht wurden halt und neue Modelle designt wurden, wie man halt aus Bildern halt dieser super tollen Landschaft, die dann wirklich halt im Keller oder irgendwo, ich glaube im Keller war es ja, so ein riesen Diorama halt, ein riesen, das hat Ausmaße gehabt halt, und dann wirklich quadratmeterweise halt Terrania City mit dem Raumhafen und dann haben sie wirklich halt gezeigt, wie man halt wirklich aus diesen Bildern halt dann wirklich 3D-Modelle nochmal drüber gelegt, drüber konstruiert hat, um einfach halt nochmal ein bisschen zu schwenken. Und ja, also wirklich tolles Projekt. Also es hat sich wirklich gelohnt, allein schon für diesen Film da abends hinzugehen. War echt ein Erlebnis. Der Film, er ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Also er macht wirklich Spaß, er ist schön. Hat vielleicht nicht ganz die epische Breite, die sich der Regisseur vorgestellt hat, aber man kann ihn mit Vergnügen gucken. Er macht Spaß. Er macht wirklich Spaß, ihn sich anzugucken. Und ich glaube, die 90-Minuten-Fassung halt, ja, es ist gut. Also, es ist flott, es ist actionreich, es passiert was. Es macht Spaß, es gibt zwischendurch mal ein paar komische Momente halt. Und ja, hat wirklich den Charme der 70er, also späten 70er. Und
Das wäre wirklich der Fanfilm oder der Perry-Rodan-Film geworden zur damaligen Zeit, der wirklich halt den SOS im Weltraum weit hinter sich gelassen hätte. Ja, aber man muss ihn natürlich auch dann veröffentlichen. Ne? Das ist dann, ja, ich glaube, vielleicht gibt man sich nochmal einen Ruck halt. Ne? Das ist wirklich ein toller Film. Also, und ja, das ist immer so die Fahrer halt. Also, es ist, und man so als Schriftsteller, ich glaube halt, der Regisseur, der Macher, hat so ein bisschen so die Angst vor dem Lektorat halt. Ne? Das ist, im Lektorat werden nochmal Dinge gestrichen halt. Ne? Dann, man denkt sich, die Rohfassung, ich habe sie jetzt soweit, dass sie halbwegs gut ist oder die erste Überarbeitung, dass man sagt, okay, das kann man jetzt rausgeben. Aber es ist immer gut, wenn noch jemand einen zweiten drauf guckt, man sieht noch andere Dinge, man sieht nachher den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht mehr. Ne? Und ja, eine zweite Meinung ist immer gut, es wird auch meistens wirklich besser. Halt. Man, gut, es ist manchmal schmerzhaft, wenn man ein Kapitel wegschmeißen muss und sagen muss, okay, nee, das war doch nichts. Dann, das passt so nicht in die Dramaturgie, in den Zyklus, in den Spannungsbogen rein halt, ne? Und man muss es mal überarbeiten. Aber ja, gebt euch einen Ruck. Also wirklich, der Film ist super. Ich habe ihn wirklich mit Freude geguckt und man kann sich den angucken. Der ist flott. Das Thema ist zeitlos. Die Umsetzung ist toll. Die Kostüme sind wirklich super. Also die Raumanzüge halt, das sieht echt toll aus. Das sieht wirklich gut aus. Also das ist da ist so viel Arbeit und Herzblut reingeflossen und das ist wirklich toll geworden. Also von daher, gebt's frei, lasst es uns angucken. Also man kann nur sagen halt, man versteht es halt nicht. Ne? Das ist halt gut, man hat natürlich das Lebenswerk, an das man sich klammert, aber ja, wenn man dann nachher nichts hat, ne, und das ist dann auch blöd. Ne? Also das von daher, gebt euch einen Ruck. Ja, wirklich sehr schön halt. Ne? Gleich geht's zurück. Also die Filmvorführung, genau, da gab es nochmal das Interview halt vom Making-of halt. Und es gab, wie gesagt, noch ein paar Sachen aus dem Making-of. Also den Film selber durfte man nicht abfilmen und keine Fotos machen. Ne? Das ist, wie gesagt, es gibt dann noch etwas knarscht mit dem Regisseur halt, dem Ursprungsregisseur halt, ne? Der dann sein Lebenswerk da nicht so ganz gesehen hat, wie er es gerne hätte. Wobei anscheinend natürlich das auch so ein bisschen mit seiner Krankheit zu sehen ist halt, ne, wie gesagt, halt, der hat einen Schlaganfall gehabt und hat sich wieder aus dem Koma zurückgerappelt, was natürlich auch schon wirklich eine Leistung ist halt, ne, aber es sind Dinge weg einfach halt, ne, im Laufe der Zeit, innerhalb von 40 Jahren kommt mal was weg. Und viele Tonspuren, die auf der Regisseur sich beziehen wollen, die gibt es nicht mehr. Also von daher, das ist jetzt extrem schade, aber die Jungs von Pop haben jetzt wirklich das Beste rausgemacht. Sie haben professionelle Synchronsprecher dran gelassen, das Ding nochmal neu synchronisiert. Das sind natürlich jetzt nicht mehr die Originalstimmen, aber es ist sich gut an. Also, das sind professionelle Synchronsprecher. Es hört sich gut an. Definitiv. Also, zumindest für jemanden, der es von außen das erste Mal sieht. Ja, und dann auch fleißig diskutiert. Also, war wirklich halt toll. Man sieht ja nochmal Robert Corvus, Kurt Kobler und Sven Knüppel nochmal im Gespräch miteinander halt. Ne? Sven Knüppel hatte sich auch für eine Neuverfilmung des Perry-Rodan-Films offiziell beworben. Neverending Story halt, ne, das wird wahrscheinlich genauso wenig wie der Tudor-Film, was wer weiß, was da im Hintergrund läuft, dann was ist halt schon in mir. Ja, also war nochmal interessante Gespräche halt, ne, dann Robert und Sven Knüppel haben nochmal Visitenkarten ausgetauscht, vielleicht entsteht ja nochmal was. Wie auf jeden Fall zu wünschen. Ja, genau, hier nochmal ein Blick aus Nordbeck bei Nacht. Das ist toll beleuchtet. Das ist wirklich super toll gemacht. Man sieht halt diesen Durchgang halt mit diesen beiden Schauspielern. Das gibt Scheinwerfern, nicht Schauspielern, Scheinwerfern. Und ja, wirklich tolles Bild. Also abends, wenn man da reinkommt, das ist wirklich ein Bild für die Götter. Genau, ist leider etwas unscharf. Also wirklich mit dem Rand drumherum halt, die Gebäude toll beleuchtet. Ne? Und also es ist wirklich ein tolles Bild. Die Kamera fängt jetzt leider nicht so gut ein. Na, es ist noch mal etwas schärfer. Genau, das nächste Bild ist besser. Und ist wirklich ein tolles Bild abends, wenn man da halt abends, nachts hinkommt zur Veranstaltung. Ein Bild für die Götter. Genau, hier nochmal. Ich glaube, das ist besser zu sehen. Halt einfach jetzt diesen Gang halt hell beleuchtet. Man kommt dann zum Eingang hin. Wie gesagt, rechts ist halt hier die. Man sieht es, nee, man sieht's wahrscheinlich nicht mal aus. Also rechts ist wirklich dann nochmal ein Café, wo man essen trinken kann. Abends nochmal ein Getränk bekommt halt in der Pause. Und links ist dann quasi halt dann der große Veranstaltungssaal. Und das ist der Blick nach draußen halt auf dem Parkplatz. Auch alles hell beleuchtet. Gut, man sieht natürlich halt, es ist jetzt dunkel. Es ist natürlich sehr ländlich. Also es ist wirklich in den Bauern, wie man das so schön sagt. Also wirklich sehr ländlich halt. Das ist halt so ein Wehrbauernhof eigentlich.
eigentlich. Ne? Im Prinzip kann man sagen, mit großem Programm. Ja, nochmal ein anderes Bild. Genau. Das ist so die Ausbeute der Kontüte halt. Ne? Das ist wirklich, man kriegt sehr viel Material, man hat viele Paradise. Norbert Fix, Zeit für die Schicht, die hat damit nochmal, die hat er in seiner Tüte gefunden und dann meinte er, ja komm, ich habe das geschrieben und hat das mir gleich in die Hand gedrückt. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall lesen. Es hört, saß ich, so Jerry Carbon von Kurt Kobler, hörte sich sehr witzig an. Ich denke mal, ich werde mal einen Blick reinwerfen, ein paar Star Trek-Romane. Ich glaube, von der Hopfkolle-Kollektion. Genau, da oben gibt es noch ein Logbuch. Das Logbuch der Silberkugel werde ich auch mal, wenn ich mal akut Zeit, mein Stapel der Schande guckt mich schon wieder strafend an. Ein paar Bücher halt. Ich glaube, die Star Trek-Bücher ist vielleicht was von meinem Bruder. Aber vielleicht werfe ich mal einen Blick rein. Ja. Paradise werde ich auf jeden Fall auch mal sichten und mal berichten. Es gab noch einen Comic halt, ne, so ein bisschen Werbematerial. Genau, man sieht halt hier nochmal die Kontüte mit einem tollen Bild halt von diesem Thomas Roers, genau, der hat das wirklich nochmal seine Modelle da in rein projiziert halt wirklich. Und man sieht halt, wie groß die Dinger eigentlich sind halt. Ne? Das ist schon wirklich sehr cool. Genau, das ist so mein Morgenspaziergang. Da hatte ich auch mal auf Facebook gepostet. Also ich drehe am Morgens ganz gerne runter. Man sieht halt, das ist jetzt so Winterzeitumstellung halt. Ich habe einen Tacken zu spät fotografiert. 5 Minuten später gab es sogar Sonnenaufgang. Also wirklich nochmal Morgenglühen halt. Ne? Und man sieht, kann es vielleicht im Hintergrund noch erkennen. Die Sonne geht auf oder war schon recht weit aufgegangen. Und so wirklich tolle Lichtstimmung halt. Es hat ein bisschen was von Turner halt, so vom Himmel und den Wolken und dem Licht. Also sehr cool. Das ist nochmal so ein Bild halt hier. Ich gehe dann halt immer so eine kleine Runde halt um die Straßen halt, ne, und dann so die Bauernhöfe so ein bisschen vom Dorf halt drumherum. Man sieht halt, es hat geregnet die letzten Tage, der Acker ist ziemlich feucht, also das Wasser steht auf den Wiesen. Wobei man natürlich sagen muss, die letzten Jahre waren extrem trocken. Das ist jetzt der erste Sommer, wo es wirklich wieder ordentlich Wasser gegeben hat. Das kenne ich so von der Menge her aus meiner Kindheit eigentlich nur. Das ist dann, ich war, ja, also es war dann die letzten 20 Jahre extrem trocken dazu im Vergleich halt. Und jetzt kommt wieder ordentlich Wasser an. Also die Wiesen hatten alle Drainagen früher, halt, ne, um das Wasser abzuführen. Und das, ja, und hier sieht man halt, das ist ja vom Sonntag, genau. Also der Spaziergang war auch am Sonntag halt. Und da sieht man jetzt, Abner Kaspers alias Wim Wandemann mit Robert Corvus halt und ja, so ein bisschen Gespräch halt, ne, sich natürlich begrüßt. Hier sieht man noch halt so ein paar Mitglieder des TCEs, die dann halt, ich glaube, Norbert Mertens, wie ist er nochmal, Jasper Farrow, der ist der neue Redakteur des Paradise. Ah, ich habe einen Namensgedächtnis, ganz fürchterlich. Er fällt mir vielleicht nachher noch ein. Ja, man sieht halt die beiden im Gespräch halt, ne, vor dem Vortrag vom Hartmut Kaspers, also Klassiker der Science Fiction. Es war diesmal, man hat Perrault dann ausgeklammert diesmal. Das war halt man wobei es natürlich, das war immer die Serie, die heute nicht genannt werden darf. Ja, war toll. Das war wirklich Ausflug in die Science Fiction. Hartmut Kaspers ist wirklich sehr belesen. Er kennt sich mit dem Genre aus und er hat natürlich dann immer auch Vergleiche. Er ist Deutschlehrer und hat dann natürlich dann immer den Vergleich halt noch der Klassiker, Gebrüder Stuckatzki zum Beispiel halt, ne, mit Stalker oder viele amerikanische, englische Werke. Und so im großen Rahmen. Das ist wirklich toll. Also oder auch deutsche Klassiker halt, ne, sind mit dabei. Goethe, Schiller kamen drin vor. Ja, war auch mal wirklich ein toller Ausflug halt. Also Hartmut Kaspers kann erzählen. Das ist wirklich eine wahre Freude, halt ihm zu lauschen. Und ja, ich glaube, hier wird noch voraufbereitet. Also, und ich sage einfach mal die Bilder, ne, dass man sieht halt hier mehr ins der Meister der Bühne halt richtet das Mikro ein und ja, man sieht ihn, Abu Kaspars sitzt auf seinem Podest, erzählt und es ist eine wahre Freude, dem zu lauschen. Genau, einfach ein paar Fotos. Genau. Ja, hier da nochmal, glaube ich, dann war es dann vorbei, das war halt der letzte Programmpunkt, es wurde ein bisschen getauscht halt, ne, ich halt vielleicht dann nochmal. Also, man sieht es, glaube ich. Also, es gab auf einen Zettel, hat was das Programm ist, ist sehr schön. Man hat nicht immer so eine Zettelbuchschrift, man kann ein DIN A4-Blatt, sieht alles drauf. Aber es war wirklich ordentliches Programm da. Nicht überfrachtet, also es gab jetzt nicht Nebenpanels, sondern es war eine etwas kleinere Runde halt. Es war, ich glaube, TC hat irgendwie über 70 Mitglieder. Es waren jetzt irgendwie 25 da, was ein bisschen schade war vielleicht. Aber wirklich eine schöne Veranstaltung. Klein, aber fein, aber hat Spaß gemacht und tolles Programm. Genau. Hier nochmal Haus Nordbeck im Hellen halt, nicht im Regen. Am Samstag war es etwas verregnet zwischendurch. Und ja, man sieht halt hier den Burggraben. Genau, ich gehe noch ein bisschen raus. Das ist jetzt alles sehr zugewachsen, aber man sieht halt schon, das ist schon eine Strecke, die man da überwunden muss. Das ist wirklich ein richtiger Burggraben.
viele Wasserschlösser haben auch nicht viel mehr Burggraben. Ne? Das ist schon ein Bollwerk hier. Ne? Das. So, genau. Also die andere Seite halt nochmal wirklich, da sieht man wirklich den tiefen, breiten Graben, wie breit das wirklich ist. Ne? Die Trauerweide halt verdeckt jetzt ein bisschen, aber es ist schon ein Bild halt. Ne? Und dann mit dem Eingang halt, den konnte man wahrscheinlich früher dann vielleicht auch mit einem großen Tor zu machen halt. Das kenne ich so von anderen Wehrbauernhöfen, also die es in der Gegend gibt, halt irgendwie auch mehr Richtung Lipperland, Detmold, da gibt es auch nochmal so historische so Bauernhöfe in der Art, wirklich mit großen Mauern drumherum, halt Burggraben und Wassergraben, und das ist schon, ja, waren andere Zeiten. Noch ein paar Bilder von. Ja, und das ist jetzt hier so Kulturgut Haus Nottbeck, Museum für westfälische Literatur, Musik- und Theaterwerkstatt, Kulturcafé. Genau. Das ist so das offizielle Foto, das, was man, oder die Säule halt, die man direkt am Parkplatz sieht, halt, wenn man dann über die Straße geht und da ins Haus Nottbeck geht. Ja, das war so mein Einblick vom TCE-Con mit ein paar Bildern halt. Das war wirklich ein schönes, man kann natürlich zwischendurch nochmal quatschen halt. Ich habe mit Robert Korbus ein bisschen länger geredet. Kurz mit Wim Wandemann ein paar Worte gewechselt und ja, habe dann auch eine Visitenkarte, eine Autogrammkarte ergattert halt, ne, und dann mit ihm ein paar Worte noch gewechselt hat. Ne. Ja, vielen Dank für die lobenden Worte halt. Ne. Es wird anscheinend doch geguckt und von daher, ja, finde ich das ganz schön. Also herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Ja, war eine schöne Veranstaltung, hat Spaß gemacht, war direkt um die Ecke bei mir, von daher wäre es halt einfach wirklich ein Verbrechen gewesen, da nicht hinzugehen. Ne. Und dann, ja, ich da, ja, ich glaube, das ist halt das Programm. Also es gab eine kleine Verschiebung, halt Hartmut Kaspers hat halt nur Sonntagszeit, ne, und ja, deswegen hat sich ein bisschen verschoben, aber ist jetzt dann halt auch normal. Also vom Ruhrgebiet aus ist es eine Stunde. Also man kommt da gut beim Auto hin und zurück und wie gesagt, es ist direkt in der A2. Also viel besser geht es halt nicht. Also das ist alles gut zu erreichen. Ja. Ja, was gibt es sonst so Schönes? Wie gesagt, das war jetzt mal ein Wochenende. Das Haus Nordpack-Veranstaltung hat es damit, ja, das hatte ich noch, genau, ja, das ist jetzt erstmal zumindest für den November meine, also im November werde ich die Teelänge mal aussetzen, ist zumindest mein Plan. Ich möchte nicht wieder Herr Thunhardt enden und dann ein unvollendetes Werk hinterlassen, von daher werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal die Zeit der Teelänge nutzen, um dann wirklich Teelängen zu machen, um einfach dann den Hydrogul, die Inquisition nochmal wirklich zu bearbeiten. Ich habe jetzt nochmal den zweiten Gang durch mir, vor mir halt, der Lektoratsüberarbeitung halt. Ne? Das ist, wie gesagt, das ist aber schon, also ich kann da den Herrn Durat verstehen, es ist halt schon schmerzhaft, wenn man dann einfach gesagt kriegt, nee, das funktioniert einfach nicht. Da musst du nochmal dran halt, ne? Und das ist nicht klar an der Stelle, das versteht man nicht. Für einen selbst ist es einfach klar, weil man sich dann wirklich lange, ja, jahrelang vielleicht sogar da fast ein Jahr mit so einem Ding beschäftigt halt, und man kennt den Text in- und auswendig, man weiß sich, was man sich dabei gedacht hat natürlich, man hat sich da was bei gedacht, aber für jemanden, der das alles nicht mit im Kopf hat, ne, ist es dann manchmal vielleicht schwierig, das zu verschieben, da muss man einfach sagen, okay, so schwer und einem das Herz jetzt auch blutet halt, da muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken und sagen, okay, das müssen wir vielleicht nochmal besser formulieren oder nochmal straffen oder nochmal ausschmücken, beziehungsweise nicht ausschmücken, sondern einfach nochmal anschaulich machen, erklären halt, sodass jemanden, der das nicht im Kopf hat, das auch versteht halt. Ne? Das, ja, das muss man einfach machen halt. Ne? Das tut dann auch weh manchmal, ne? Das sehe ich ja auch ein. Aber etwas nicht fertig zu machen, ist das Allerschlimmste, was man überhaupt machen kann. Und man kann es, ja, man hat natürlich eine Vorstellung halt im Kopf, wie es sein sollte. Manchmal sind das aber auch einfach Tagträume von dem, was sein könnte, sollte. Wichtig ist, man macht sein Werk so gut, wie man es kann, so gut, wie man es hinkriegt. Und irgendwann ist dann auch der Zeitpunkt überschritten, wo es dann nicht mehr besser wird. Irgendwann fängt man an, Sachen zu verschlimmbessern. Und man muss da sagen, okay, das ist jetzt so gut, so wie ich es hinkriege, das ist das Beste, was ich machen kann. Es wird nicht mehr besser. Es wird eher schlimmer, wenn man noch mehr macht. Und von daher ist dann der Zeitpunkt zu sagen, okay, damit kann ich jetzt leben. Das ist so, ich habe alles getan, was ich konnte. Ich kann das jetzt, also wie beim Rugby-Spiel halt. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe alles gegeben. Mehr ist nicht drin. Und das ist jetzt das Beste, was es wird. Und das muss jetzt einfach reichen.
Take it or leave it. Das ist so, wenn man sich wirklich in den Spiegel gucken kann, sagen, okay, ich habe alles getan, was ich konnte, was in meiner Macht steht, was in meinen Mitteln stand. Ich habe jetzt keine 100 Millionen Dollar Budget für so einen Film. Sagt man, okay, das ist so gut, wie es geworden ist, und dann muss man das einfach dann auch mal in die Welt entlassen und dann auch mal, gut, man muss sich dann auf der Kritik stellen halt. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, mir gefällt das nicht. Das ist legitim, jeder sieht das anders. Also war bei den 5 Büchern, ich habe zu jedem Buch eine andere Meinung. Der eine findet das Buch das Beste, dann das andere ganz schlimm, und beim nächsten ist es dann genau umgekehrt. Da sagt einer, okay, das war der beste Roman, und von dem der andere sagt, das war dein schlimmster halt. Ne? Das ist so, ist viel Geschmackssache mit dabei einfach. Ne? Das ist so vom Sprachduktus her oder nicht von der Umgebung her, was eines vielleicht so ein bisschen Fantasy-lastiger, das andere ein bisschen Military-lastiger. Und ja, da muss man einfach mit leben. Das ist dann so. Man probiert verschiedene Dinge aus, ist für jeden was dabei, und es gefällt nicht jedem alles. Das ist einfach illusorisch. Es ist nicht einfach so ein Ding, dass man sagt, wow, ich bin sprachlos, das Meisterwerk, das ist illusorisch. Also selbst Meisterwerke wie Dune gibt, es gibt Leute, die brechen das ab. auch Leute, wo man sagt, okay, die wissen, was sie da tun, die haben Ahnung von der Materie. Das sind kunstbeflissene Männer oder Frauen, Menschen mit Geschmack, sagen wir es mal so. Und die sagen selbst, ein Meisterwerk wie Dune ist nichts für mich. Also von daher, sowas hat man immer, da muss man einfach drüber stehen, und so schwer es da manchmal auch fällt. Aber zu sagen, okay, ist halt nichts für dich, schade, du hast was verpasst, das Werk steht für sich selber. Und ja, also der Perry Rhodan-Fanfilm, einer der zweiten. Ich kann nur dafür werben, das Ding ist gut. Also man kann ihn sich wirklich mit Freude und Vergnügen angucken. Ich verstehe jetzt nicht, warum man den nicht in die Welt entlässt. Es wird nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser. Keine Chance. Also wenn man da noch mal 40 Jahre rumdoktert, es wird nicht besser. Von daher, es macht Spaß, ihn so anzugucken. Er hat seinen eigenen Charme. Ich finde, er gibt den Roman auch wirklich sehr werkgetreu wieder. Es ist ein toller Film, und entlasst ihn. Gebt uns die Chance, den zu gucken. Ich kann nur appellieren. Tolles Ding. Ja, genau. Okay. So, ich glaube, damit lasse ich es gut sein. Der Monat November, wie gesagt, das ist ja der NaNoWriMo-November, von daher werde ich den zur Überarbeitung nutzen, halt des zweiten Werkes halt. Und da ist auch noch ein bisschen was dran zu tun. Und da gab es auch noch ein paar Kritikpunkte. Da kommen jetzt die schwierigen Stellen, da werde ich dann wahrscheinlich pro Stelle eine Teelänge brauchen. Und ja, von daher werde ich das jetzt einfach mal gleich Rezension und Teelänge zusammenfassen, vielleicht sonntags morgens halt, und dann den Nachmittag dann wirklich für die Überarbeitung nutzen. Ja, ich hoffe, also ist natürlich schön, wenn er wiederkommt im Dezember halt. Ne? Und ja, wir sehen uns, wir hören uns, macht's gut, und man sieht sich zur Perry-Rezension oder Perry bei T. Vielleicht so ein bisschen modifizierte Perry-Rezensionen, aber wir schauen mal, wie es klappt. Und ja, ich werde mich melden. Im Dezember gibt es dann auch wieder T-Link offizielle. Und ja, macht's gut, und ich wünsche einen schönen Sonntag, einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut und lasst euch nicht verrückt machen. Bis dann und tschüss.